Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nightlife on Tour. Wir sind heute im Oberbergischen Meeting Point im B1 und gehen ein paar heiklen Fragen nach. Wir wollen gerne mal wissen, warum Frauen es immer zu zweit auf Toilette schaffen. Was passiert da? Welche Geheimnisse werden da ausgetauscht? Was wollt ihr den Männern nicht erzählen, was sie am Klo machen? Ich gehe mal alleine. Da kann ich nicht mitnehmen. Meistens geht es um Sex. Echt? Ja. Jetzt wird es interessant. Also erzähl weiter. Ja, was soll ich denn bloß an dir erzählen? Also ich denke mal, jeder weiß, wie es geht, oder? Damit uns auch Toilette nicht immer so langweilig ist, glaube ich. Und man muss Schminke austauschen. Deo und OBs. Also manchmal bespricht man auch was. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen die Zweisamkeit. Hör mal, was könnte ich dich denn mal fragen, was du mir überhaupt nicht beantworten willst? Eigentlich nichts. Hör mal, warum die Frauen immer zu zweit aufs Klo müssen? Was, warum machen die das? Was passiert da am Klo, was wir Männer nicht wissen sollen? Eben das, was ihr nicht wissen dürft. Das ist das Problem. Ihr dürft es nicht wissen. Warum? Ich möchte es aber heute wissen. Darum machen wir diese Umfrage. Die Wahrheit über Frauen, was Frauen am Klo machen. Ja. Wir verraten uns Geheimnisse auf. Ja? Aber ich darf die heute nicht hören. Das ist halt dieses Klischee, ne? Das muss beibehalten werden. Erwin! Aber verrat uns mal, warum die Frauen immer zu zweit aufs Klo müssen. Was machen die da? Ja, alles Mögliche, ne? Komm, da gibt es doch bestimmt ein paar Geheimnisse. Was erzählt euch denn da? Geheimnisse, du sagst es, Geheimnisse, ja. Und ihr lästert über Männer, seid doch ehrlich. Ja, das sowieso, ne? Ja, ja, natürlich. Wo war denn? Und zwar, weißt du, warum Frauen immer zu zweit aufs Klo müssen? Da muss doch irgendwas sein, was sie da erzählen. Ich würde mal sagen, was könnte das sein? Lästern vielleicht? Also ich habe eben mitgekriegt, die lästern und die erzählen sich Sachen, also so schweinische Dinge. Schweinische Dinge? Ja. Ja, kann auch sein, ist doch geil. Ich fand das ja gut, aber, ne? Aber die wollten mir nicht erzählen, was sie sagen. Ja, ist doch klar, das ist ein Geheimnis. Ja? Chef, die reden über dich, dann können die das ja auch schlecht raussagen. So. Hast du recht. Deine Tricks. Ich benutze extra Grau von Gata Studio. Ja? Ja. Stehen die Frauen auf Grau oder warum machst du das? Nein, leider nicht. Das ist fatal. Ich probiere es immer wieder, aber es funktioniert nicht. Warum die Frauen immer zu zweit aufs Klo müssen? Was machen die Frauen auf dem Klo? Gegenseitig helfen. Was? Gegenseitig helfen, keine Ahnung. Was hilft man sich denn am Klo? Ich gehe alleine aufs Klo, keine Ahnung, musst du die anderen Frauen mal fragen. Lästert ihr denn nicht über Männer? Ja. Und weiter. Hallo. Hallo. Kannst du mir verraten, was er mit dem Schleier auf sich hat? Ja, ich habe heute Junggesellenabschied. Aha. Wann ist denn soweit? Nächsten Freitag und Samstag. Aha. Hast du dir doch wirklich überlegt? Ja. Wie heißt denn der Süße? Daniel? Daniel? Ja. Und der ist sich auch sicher? Ich will's hoffen. Also, wir sind uns da, glaube ich, schon sicher. Wir haben uns ja verfangen. Die mich eventuell hier sehen, ne? Und die sind eventuell ein bisschen schade finden, jetzt, dass ich halt unter der Haube bin. Ich habe auch schon einen getroffen, der war etwas geschockt, aber ich bin sehr glücklich so. Und alle Grüße, schöne Grüße an alle, die ich so kenne. Wie schaffst du das, dass du so gut aussiehst? Wie machst du das? Hast du ein Geheimrezept hier? Frag meine Eltern. Was? Frag meine Eltern. Nein, ich frage jetzt von den Haaren her. Hast du irgendwie ein super Shampoo? Ne? Irgendein Rezept hast du? Komm, verrate es uns. Wir wollen das jetzt wissen. Nein, alles okay. Wie du es geschafft hast, deine Haare so schön hinzubekommen. Was ist dein Geheimrezept? Da vorne ist die Kamera. Ich habe mir von Dennis Sasse die Haare schneiden lassen. Von Dennis? Und weiter geht's! Irgendein Shampoo, das keiner kennt hier, irgendeine Zauberformel. Verrate unseren Zuschauern. Ganz, ganz viel schlafen. Ganz viel was? Schlafen. Schlafen? Alleine. Alleine. Aha, war schon ein gutes Rezept. Mal gucken, wo wir den nächsten Opfer finden. Schon. Aber du hast doch schon mal gehört, dass die Frauen zu zweit aufs Klo gehen. Das ist Schwafelei, das sind Männerschwafelei, das ist Schwachsinn. Ist da nichts dran?
Wir spielen heute Herzblatt. Hast du jemanden gefunden hier, den du gut findest, den wir dir vorstellen sollen? Ich habe meinen Ex-Freund, aber der ist ein Arschloch. Wenn ich einen habe, den ich toll finde, was passiert denn dann? Dann gehe ich zu dem hin und erzähle ich dem das und dann bringen wir euch beide zusammen. Da siehst du nicht, aber der ist riesengroß, hat ein Nadelstreifenhemd an und ist unten. Okay, die Haare, ein bisschen Locken. Der ist Eugen. Eugen. Den suchen wir jetzt mal. Ja, hau rein. Wie heißt du? Keinen Zwang an, Vanessa. So. Eugen, dürfen wir nicht mal stören? Kennst du Herzblatt? Kennst du die Serie Herzblatt? Komm, wir haben Oma ein Mädchen, das möchte dich kennenlernen. Wir haben heute eine Frage gestellt, wenn jemand die Möglichkeit hat, jemanden kennenzulernen, aber sich nicht traut, ihn anzusprechen, ob es da jemanden gäbe. Dann hat ein Mädchen spontan gesagt, 2-Meter-Typ, blonde Haare, Eugen, den möchte ich kennenlernen. Oder bist du Single? Wo ist sie denn? Sitzt oben im Bistro. Ja, nee. Möchtest du nicht? Nee, läuft ja nein. Okay, wir haben es versucht. Warum geht ihr gerne ins B1? Ich gehe gerne zum Schlusswort. Was könnt ihr unseren Zuschauern sagen? Ich gehe gerne ins B1, weil nette Leute, super Musik. Macht genau. Einfach Spaß. Auch meine Meinung. Deswegen gehen wir hier immer wieder gerne hin. Absolut. Okay.